Zu den schönsten Tagen im Leben eines Schauspielers gehören die, an denen ihm eine neue Rolle anvertraut wird. Viel Spaß. Wenn es nun sogar gleich mehrere Rollen sind, die dem Künstler in den Schoß fallen, kann er sich kaum halten vor Freude. Und es ist kein Wunder, wenn er erhobenen Hauptes von dannen zieht. Ich kann den Hut nicht abnehmen. Sie sehen, ich habe einen neuen Beruf. Buchhalter. Das sind 13 neue Drehbücher für eine Fernsehserie. Sie glauben gar nicht, wie schwer leichte Literatur sein kann. Aber Sie können mir gratulieren. Ich bin in der neuen Fernsehserie drin. 13 Fortsetzungen. In jeder bin ich drin. Die Reihe heißt... wie heißt sie denn? Mein Gott, mein Eimer. Zusammen, haben wir gleich. Moment. Er spuckt. Nee, das kann nicht sein. Ein Moment, ich will keinen Krach haben mit meinem Regisseur schon am Anfang. Einen Moment, da muss ich meine kleine Glossmaschine rausholen. Denn so gut sehe ich nun wieder auch nicht. Das Alter steigt voran. Man muss es... Ah, hier. Es spukt auf Schloss Gooseberry. Gooseberry, das so heißt es. Ja, der Regisseur, der Wolfgang Spieß... Nee, Moment, Spier. Ja, oh! Jetzt bin ich ins Töpfchen, in dieses Ding bin ich getreten jetzt. Oh, ja, Entschuldigung. Jawohl, Wolfgang Spier. Also, ja, sein Vater sagt immer Wolfgang zu ihm. Wir sagen auch Wolfgang zu ihm. Er ist also ein reizender Kerl. Aber er sagt uns alles, alle Gags, er schneidet uns weg, er schreibt hier, da, er macht uns unscharf, er macht, was er will. Wolfgang Spier? Ja, ist gut. Sehen Sie, da macht er mich gleich scharf. Ja, aber der Wolfgang Spier hat gesagt, wenn ich das Schloss Gooseberry ausspreche, dann soll ich das eh so fallen lassen. Wissen Sie, so wie die heutigen Schauspieler das so machen, so ganz leger und locker, so aus dem Leben gegriffen. Man möchte so sagen, man steckt das Gesicht so oder man stellt das Gesicht so in die Kamera und sagt dann so für sich, es spukt auf Schloss Gooseberry. Da frage ich Sie, warum habe ich eigentlich sprechen gelernt? Ne? Der Herr der Ratten und der Mäuse, der Fliegenfrosche, Wanzen, Läuse... Ja, komm, weiter. Ja. Ich möchte lieber selber den Mephisto spielen, aber da war ich gut. Oh, als Mephisto, in Glauchau. Aber nur der Junge war ich. Aber du, fahren Sie mal Will Quadwick, wie ich war. Oh Gott, ja. Also wie gesagt, dieses heißt hier, es spukt auf Schloss Gooseberry. Das scheint eine Gespensterklamotte zu sein. Das ist vielleicht ganz lustig, ich habe es noch nicht gelesen, aber das Ganze scheint ein Missverständnis zu sein. Denn bei der letzten Autorentagung, da hat der hier, der das alles so unter sich hat, der Boss, der Obermotz, der hat gesagt, er wünscht in der Fernsehunterhaltung mehr Geist. Das haben die Autoren wahrscheinlich missverstanden, haben gleich 13 Geister reingeschrieben. Gott sei Dank spiele ich keinen Geister. Ja, kein Geist, da wird man ja immer durchsichtig fotografiert. Nein, dann kann ich mal bitte hinsetzen, das ist wirklich schwer. Also 13 Drehbücher, wir haben gesagt, lerne schon, aber das zu tragen. Also ich soll einen Kammerdiener spielen. Hoffentlich ist das eine gute Rolle. Naja, aber auf alle Fälle bin ich die nächsten 3 Monate hier versorgt. Ach, wissen Sie, aber das hat mich aber auch was gekostet, kann ich sagen. 3-mal habe ich die Sekretärin... Schau mal, unter uns bleiben wir ganz ohne. Also, 3-mal habe ich die Sekretärin von dem hier, von dem da oben, von dem Dings da, na, Sie wissen schon, von diesem Schauspielerplatzanweiser. 3-mal habe ich die Sekretärin zum Abendessen einladen müssen. Ins feinste Restaurant. Und die hat vielleicht einen Appetit. Aber sie weiß natürlich eine Menge Internes, nicht? Naja, die ist doch dauernd und im Alten rum, nicht? Von abends bis morgens. Entschuldigen Sie, nein, von morgens bis abends. Entschuldigen Sie.
Und dann, da hört sie natürlich so allerlei. Ne? Also ich könnte Ihnen da Sachen erzählen. Sachen könnte ich Ihnen da erzählen. Wenn aus dem Mädchenbus ein Wörtchen rauszukriegen wäre. Aber eins hat sie mir verraten. Der Dings da hat gesagt, er will in seinen Sendungen künftig nur noch neue Gesichter sehen. Was, na, sagen Sie mal, was heißt das? Wir sind unter uns, sagen Sie mal, was heißt das? Soll ich mich liften lassen? Ich meine, wer hat heutzutage schon ein neues Gesicht? Ja, als ich auf die Welt kam, hatte ich ein neues Gesicht. Aber da sah ich verschrumpelter aus als heute. Und warum verlangt er gerade von uns Schauspielern neue Gesichter? Das sollte doch mal selbst ins Spiegel sehen. Ich würde gern auch mal ein neues Gesicht sehen, da oben auf seinem Stuhl. Ja, Entschuldigung, das Bild ist nicht glücklich gewählt. Ja. Er sitzt ja nicht mit dem Gesicht auf dem Stuhl. Ja. Aber warum reg ich mich eigentlich auf? Warum reg ich mich auf? Ich habe meine Rolle, Sie können mich alle 14 Tage sehen. Tommy als Kammerdiener im Gespensterschloss Gooseberry. Oh, nicht, dass ich etwas gegen Dienerrollen hätte. Nee, solange meine Bandscheiben das Bücken aushalten, da haben mit diesen Rollen schon ganz andere Schauspieler berühmt geworden. Und noch viel bessere. Da ist der... Naja, also alle, die sind gute Leute. Also Hauptsache, die Rolle ist gut. Naja, eine schlechte werden Sie mir nicht anbieten, sonst hätte sich die Sekretärin vorhin nicht das teuerste von der Speisekarte ausgesucht. Chateaubriand. Für zwei Personen. Oh, Entschuldigung, pardon, denn der Regisseur Wolfgang... Der Spier. Ja, ja, ich hätte Spier gesagt. Ich hätte Spier, der hätte mich für verkalkt. Sassasa. Also der Regisseur Wolfgang Spier. Der Wolfgang Spier. Ja, danke vielmals, danke. Der ist im Glaskasten, ist ja sehr eigen. Also Wolfgang Spier hat mir gesagt, ich soll das so ganz französisch aussprechen, ja? Also der Wolfgang Spier bestellt sich, nochmal, Wolfgang Spier, bestellte sich ein, nein, pardon, Entschuldigung, Wolfgang, nein, ich muss zurückgehen. Die Sekretärin bestellte sich ein Chateaubriand für zwei Personen. Für zwei Personen. Sie hat es aber alleine geschafft. Auch noch die Petersilie, die noch am Rand war. 28 Mark. Nicht die Petersilie, oh nein. Alles zusammen natürlich. Ich habe mir vor Schreck nur noch eine Tagessuppe bestellt. Na, ich muss auch meine Linie achten. Ich will ja kein Diener mit Bauchspiel, nicht so wie de Leporel, oh Leporel, Leporel oder Sancho Panza. Nein, ich will ja einen charmanten, elegant, appetitlich, in den sich vielleicht noch die Dame des Hauses verknallt. Ja. Na ja, wollen wir mal sehen. Sie schauen mich auch so an. Also, mal sehen, was der Autor für mich geschrieben hat. Nicht? Wer heißt eigentlich der Autor? Oh, das hören wir gleich an. Das hören wir gleich. So. Der Autor heißt Television Playboy. Komm, damit ist richtig. Ja, ja. Entschuldige, lieber Robert, ich habe eben die kleine Glitzerfonode, da habe ich nicht drin. Entschuldige vielmals. Passt auf alles auf. Oh, ja, dafür wird doch bezahlt, nicht? Ich kriege ja den Ruhig. Es heißt Television Play by. Television Play by Henry Hopkins und Charlie Popkins. Kommt noch was. Ins Deutsche übersetzt von Waldemar Überschwang. Das ist noch nicht zu Ende. Ich geh noch weiter. Fernsehfassung Frieda Satan und Rudolf Masche. Ist noch nicht fertig, noch nicht fertig. Bearbeitet von Wolfgang Kluckschnack und Oskar Zofke. Also bei so viel Buchmachern wird ja wohl ein Gewinn für mich drin sein. Ne? Jetzt bitte, meine Damen und Herren, entschuldigen Sie, ich muss jemanden aufnehmen. Jetzt bitte entschuldigen Sie mich. Ich muss nach Hause. Mein Freund Hugo wartet zu Hause. Reizender, sympathischer Junge. Der will nämlich die neue Rolle mit mir durchgehen. Bleiben Sie ruhig sitzen. Ich bin gleich wieder da. Ein bisschen Musik, schon bin ich um die Ecke. Schlafe. Was schläfst du denn so, wenn ich schreie? So, wie das hier aussieht. Kannst du die Zeitung nicht wegschmeißen? Ich habe sie ja weggeschmissen. Ja, Papierkorb kennst du wohl, oder? Der ist voll, da sind meine leeren Bierflaschen drin. Ja, deine, meine. Sag mal, mein ganzes Bier hast du ausgesucht, getrunken. Ja, ich habe auch deine ganze Sonntagszeitung ausgelesen. Ah. Ich weiß alles auswendig. So. Ja, der Heiratsmarkt, Massagesalons, ich weiß, was eine mittlere Eigentumswohnung auf Mallorca kostet. Ja, ja, aber eins weißt du nicht hier. Hugo, schau mal an, was ich da mitgebracht habe. Ach, die neuen Telefonbücher. Hugo. Nein, das sind 13 neue Fernsehmanuskripte. Und das werden wir jetzt feiern. 13? Ich denke, du bist abergläubisch. Nein, es müssen doch 13 sein, Hugo. Sieh mal, das Jahr hat 52 Wochen. Die Hälfte davon sind 28. 26. Willst du streiten?
Auf jeden Fall bin ich in den nächsten 28, in den nächsten paar Wochen, also alle 14 Tage, als Kammerdiener zu sehen. Hier war doch noch irgendein Kammerdiener, eine Flasche Schnaps. Wie heißt er? Stimowitz. Ein typisch deutscher Lustspielhumor, so heißt doch kein Diener. Ich meine doch den Schnaps. Und den habe ich ausgetrunken auf dein Wohl. Auf meine Kosten. Allen? Du sagst allen, die Flasche war ja halb leer. Halb leer, halb voll. Durch, ich glaube, du stehst als Erster hier. Wo? Hier, Personenverzeichnis. Tatsächlich? Hugo. Hugo, komm, lass mich lesen. Ja. Hugo, nein, bitte liest du, ich bin zu aufgeregt. Ja. Ich sehe alles doppelt. Die Personen der Handlung sind Percy, ein alter Kammerdiener. Das ist die Hauptrolle. Aber wieso alt? Lies mal, vielleicht gibt es da noch einen jüngeren Kammerdiener. Nein, gibt keinen. Gibt's keinen. Aber dafür fängt das Stück mit dir an. Nun ja, was ist denn los? Lies doch weiter. Guck doch weiter. Dekoration. Ach, das ist so wichtig. Die Halle in einem alten... Ach, ja, komm. Schon wieder alt, entschuldige bitte. Das macht nichts. Die Dekoration kann ruhig alt sein. In einem alten, verfallenen Schloss. Es ist Mitternacht. Ja, komm, der Sturm heult durch die geborstenen Fenster. Unheimlich erklingt von draußen der Ruf eines Käuzchens. Ja, der Sturm interessiert mich überhaupt nicht. Und auch nicht, wie das Käuzchen kreuzt. Den nächsten Auftritt will ich hören. Das Telefon klingelt. Das kann gar nicht klingeln. Ich habe die letzte Rechnung nicht bezahlt. Doch, da hier, ein Stück klingelt das Telefon. Und weiter? Unheimlich. Was denn, schon wieder unheimlich? Ja, unheimlich. Das ist unheimlich. Verhallt der schrille Klang der Telefonglocke im hohen romanischen Gewölbe. Also ein Gewölbe kann mit dem romanischen Buckel runterrutschen. Dreh dich nun endlich auf. Nein. Sondern? Das Telefon klingelt. Du hast das schon mal gelesen. Es klingelt eben zweimal. Das ist das Stück. Und weiter, was sagt er? Knarrend und quietschend. Moment mal. Und nicht unheimlich? Nee, diesmal nicht. Nicht unheimlich. Öffnet sich die alte Eichentür. Moment, Hugo, und ich komme rein. Lass mich das. Hüstelnd. Warte. Und die Blendlaterne schwenkend. Warte, Blendlaterne. Irgendwas hol ich. Tastet sich Percy zum Telefon. Was hat er und? Er nimmt den Hörer ab. Im Moment. Ja, er nimmt den Hörer ab. Woher weißt du? Ich kenne meine Autoren. Und weiter, was sagt er jetzt? Hier spricht der Kammerdiener auf Schloss Gooseberry. Komm, also Hugo, chargieren tue ich alleine, ja? Bedauere, Sir, seine Lordschaft sind nicht zu sprechen. Das ist gar nicht mal so schlecht, du. Bedauere, Sir, seine Lordschaft sind nicht zu sprechen. Das ist ein guter Anfang. Und weiter? Hüstelnd legt der alte Diener den Hörer auf, nimmt die Blendlaterne und schlurft hinaus. Und? Wann trete ich wieder auf? Auf Seite 2. Warte. Hast du nichts? Hab ich nichts. Dann kommt die Ahnfrau. Und mit der habe ich auch nichts. Dann, hier kommen die 12, na 13 sogar, Gespenster. 13 Gespenster. Wir haben eine Menge Texte. Hier beginnt das große Knochenballett. Ja, die haben bestimmt auch wieder viele Texte. Das dauert lange, das dauert lange. Machen wir die 10, das. Hier, bis Seite 39. Hier tritt ein Journalist auf. Wozu? Sieh mal nach, da muss ein kaltes Buffet in der Nähe sein. Nein, der trifft eine gewisse Gwendoline. Moment, wer ist Gwendoline? Gwendoline, interessiert mich nicht, deine Gwendoline. Meinen nächsten Auftritt will ich hören. Was denn? In der ersten Folge bist du nicht mehr dran. Naja, sowas soll es ja geben, nicht? Ja. Ist vielleicht gar nicht mal so ungeschickt von den Autoren, nicht? Hm. Eine Figur wird eingeführt, erzeugt Spannung und entwickelt sich erst im Laufe der Handlung. Mhm. Was habe ich in der zweiten? Na. War es ja lustig. Ja. Genau der gleiche Anfang. Ja. Nee, jetzt mache ich nicht nochmal. Also wieder das Schloss, das Kötzchen, das Telefon, der Diener. Ja, was sagt er jetzt? Bedauere, Sir, seine Lordschaft sind nicht zu sprechen. Ja. Und weiter? Nichts weiter. Das ist alles in der zweiten Folge. Bin ich denn ein Statist? Naja. Woher soll ich denn das wissen? Hugo, wenn du nicht frech jetzt doch. Tommy, eine Szene, Tommy, ist doch besser als gar nichts. Ja. Nicht? Ja. Denk doch mal an den Frosch, den in der Fledermaus. Der kommt überhaupt erst im letzten Akt. Aber Hugo wiederkommt mit dem Schlüssel in der Hand und sagt, Herr Direktor, wir sind eingemauert. Du, da
Das ist ein Satz. Klasse. Ja, das ist ein Satz, aber du bist 12 Mal vorher schon zu sehen. Mhm. Ja, da hast du nicht ganz unrecht, aber oh, dein Kopf, dein Kopf. Was habe ich in der 3. Folge? Oh, da hast du mehr. Ja, dann diesmal, ich hab's gewusst, diesmal. Also wieder Schloss, das Kölzchen. Telefoniert. Ja. Der Diener. Naja, der Diener telefoniert. Jetzt kommt was Langes. Was Langes? Das kann ich nicht sagen, ich bin ja wohl so groß. Allerdings in Klammern. In Klammern. In Klammern? Ja. Da stehen doch nur die Regieanweisungen. Klammer auf. Ja, Klammer. Da die stereotype Anfangsszene mit dem alten Diener in den Folgen 1 bis 12 völlig gleich bleibt, wird vorgeschlagen, diese Szene aus Sparsamkeitsgründen nur einmal aufzunehmen und den Film 12 Mal zu kopieren. Klammer zu! Ja. Das ist eine Frechheit von den Autoren. Die Autoren geben dem Sender noch einziges, wie man sparen kann. Als ob dieser schwäbische Sender nicht verleihen auf die Idee käme, da fragt man sich wirklich, ob ich mich fest engagiere. Sei doch vorsichtig. Dann bekomme ich Gage. Aber beruhige dich. Pension könnte ich bekommen. Tommy, hör mal. Pension. In der letzten Folge wird doch sicher deine große Szene kommen. Eben. Ich stehe als erster Person verzeichnet. Ja, ja. Du, ach, allerdings, das hatte ich vorhin vergessen, dir zu sagen. Ja, das sieht dir wieder ähnlich. Was war's denn? Die Personen sind in der Reihenfolge ihres Auftretens aufgeführt. Was habe ich in der letzten Folge? Na, ist wieder das Schloss. Der Kauz. Was für ein Kauz? Das Kreuzchen muss doch inzwischen erwachsen sein, nicht? Was sagt er jetzt? Bedauere, Sir, seine Lordschaft sind nicht zu sprechen. Oh, jetzt kommt eine Menge Text. Ja, ich hab's gewusst. Komm, erzähl mir. Ein langer Satz. Erzähl mir den. Ja. Es bleibt Ihnen unbenommen, Sir, morgen wieder anzurufen, aber es dürfte zwecklos sein. Seine Lordschaft sind vor 20 Jahren verstorben. Aber du, da lachst du noch? Ja. Traurig genug, dass der Lord tot ist. Und das wäre eine Rolle gewesen. Ja, vor 20 Jahren. Und dann hätte ich sie gespielt. Ja, aber die traurige Sterbeszene hättest du nicht geschafft. Dazu schleppst du jetzt die 13 Bücher durch die ganze Stadt. Dein Text war ja auf die Rückseite einer Briefmarke gegangen. Naja, Hauptsache, du bekommst das Geld. Was kriegst du denn dafür? Das habe ich noch gar nicht nachgesehen. Na, entschuldige mal, das ist doch die Hauptsache, die Gage. Ich bin Künstler. Ach so, entschuldige. Aber ich werde trotzdem nachsehen. Der Briefkopf ist größer als das Schreiben. Sehr geehrter Herr Tommy, wir hoffen, dass Ihnen auch diese kleine künstlerische Aufgabe Freude machen wird. Da die Filmaufnahme Ihrer Szenen kaum eine halbe Stunde mit Anspruch nehmen wird, sind Sie wohl diesmal mit einem Honorar von dem Mark. Sieh mal, was Sie mir anbieten. Naja, wenn die Fahrpreise bis dahin nicht erhöht werden, kannst du sogar mit der Straßenbahn fahren. Jedenfalls eine Tour. Ich mach's nicht! Ich mach's nicht! Du, wenn man sich dahin mal überlegt, was heutzutage ein richtiger Diener verdient. Was denn, was denn für ein richtiger Diener? Du, ich hab doch vorhin in der Sonntagszeitung gelesen. Hier waren irgendwo die. Hier sind, glaube ich. Moment. Was denn? Hier! Ja! Stellenanzeigen. Ja. Ein hochherrschaftlicher Diener gesucht. Eigene Dreizimmerwohnung mit Garten, separatem Swimmingpool, Anfangsgehalt 1500, 2 Tage in der Woche frei. Wo steht denn sowas? Hier gibt's noch mehr. Ja. Butler gesucht, Familienanschluss auf Wunsch, Teilnahme an Gruppensex. Das ist nichts für dich. Hier ist ein Adler. Kammerdiener gesucht, 1800 im Monat, große Reisen auf Luxusjacht. Ja, da schreibe ich überall hin. Da irgendeine Stelle wird doch für mich frei sein. An mangelndem Selbstvertrauen scheinst du wohl nicht zu leiden. Wieso? Dann musst du irgendwas können für das Geld. Kannst du servieren? Wenn du meine Flasche Schnapsi ausgesoffen hättest, könnte ich jetzt. Oh, die zwei Gläser. Ein Tablett mit 20 Cocktail draus. Das balanciere mal auf einer Hand. Dann nehme ich ihm 2 Hände. Na, das kannst du nicht. Ne? Mit der 2. musst du nämlich Feuer geben, Zigarren abschneiden, Türen öffnen. Ach ja, und mit den Füßen rühre ich dabei die Bohle um. Du solltest mal sehen, was ein richtiger Diener heutzutage alles können muss. Ja, aber wo kann man das sehen? Du hast ausgesprochenes Glück, dass ich deine Sonntagszeitung so wohl studiert habe. Warte mal, irgendwo die Klatschspalte. Moment. Ach, hier. Gruppensex.
Wussten Sie schon? Was ist denn los? Warum siehst du mich auf einmal? Rubrik, wussten Sie auch schon? Auch die Rubrik heißt wussten so. Sie schon, hier, das Konsul Mümmelmann von den Vereinigten Strumpfhosen. Ja, da müsste mal drin sein. Nein, hier mit der pinke, pinke Strumpfhosen. Ja. Am Sonntag in seiner Villa eine Party gibt. Ja. Da gehen wir hin und sehen uns den Diener an. Was denn, ohne Einladung? Ja, weil Sie, die kontrollieren jeden, der da rein will? Nee, Hugo, da mache ich nie mit. Bitte, wenn du nicht über 1.000 verdienen willst, verdienst du eben weiter unter 100. No, und willst du es da rausschmeißen? Wer wird uns beide rausschmeißen? Na, der Diener! Der Diener. Natürlich, da komme ich mit, da lerne ich gleich, wie man sowas macht. Komm! Ja, natürlich! Es lächelt der See. Darf das sein? Nein, danke. Er lade zum Bade. Der Knabe schlief ein am grünen Gestade. Da hört er ein Klingeln. Sie sind es, Schulze Tebaldo. Ja, warum auch nicht? Alles verlangt nach Ihnen. Nach mir? Sie wollten es doch aus Ihren gesammelten Werken vorlesen. Aber doch nicht meine Wenigkeit. Doch, Ihre Wenigkeit. Frau von Heffenheim sagt, Sie haben so entzückende antikapitalistische Gedichte geschrieben. Gnädigste, verwechseln mich. Ich bin Modeschöpfer. Picasso Dessin. Ja, ich wusste ja, dass Sie irgendetwas schöpfen. So, jetzt kommen Sie mal wieder rein. Die Damen brauchen einen Tanzpartner. Nur das nicht. Warum nicht? Ich kann mich so schwer von den Büchern trennen. Ich bin nämlich Bibliophile. Das macht doch nichts. Es kann sich ja nicht jeder für Frauen erwärmen. Weiß Gott. Am meisten beneide ich Sie um den schönen Klopstock. Um welchen? Na hier, der Messias. Ach, Sie meinen die grünen Safranbinden. Ich dachte schon, das Mädchen hätte den Teppichklöpfer stehen lassen. Darf ich etwas zu essen anbieten? Nein, danke, Johann. Wir gehen gleich wieder rein. Ach, da steht ja auch der Immermann. Ich habe so eine Schwäche für Immermann. Da steckt so viel dahinter. Woher wussten Sie das? Selbstverständlich. Unser Fachfernsehen, da ist er. So, jetzt kommen Sie aber wirklich. Ja, jetzt komme ich wirklich. Jetzt wird es selbst mir zu bunt. Johann, wir brauchen noch Champagner in der Sitzecke am Empire-Tisch. Kleinen Moment Geduld. Oh, welche Ehre, Herr Professor. Na, was habe ich ja gesagt? Professor? Wir hätten sogar noch ein paar Gäste mitbringen können. Ja, aber hast du die rassige schwarze Dame gesehen? In grün, oh, ist ja fabelhafte Frau. Du sollst nicht nach Frauen sehen, das mache ich schon. Ja. Studier lieber den Diener. Ah ja. Ich danke die Herren. Danke. Ja, mit Vergnügen. Dürft ihr mal ein Feuer bitten, bitte? Aber selbstverständlich, bitte sehr. Ja. Nur einen Moment. Moment, ist es kaputt? Sir. Also, Entschuldigung. Oh. Du, aber ein bisschen gewackelt hat er doch mit dem Tablett. Ein perfekter Butler. Was sagst du? Ein perfekter Butler. Also bitte. Ja, kau erst mal runter, bevor du perfekter Butler sagst. Wenn du isst schon wieder, hm? Das ist schon dein dritter Teller. Nein. Verzeihung. Ja, gern. Wünschen die Herren etwas zu trinken? Vielleicht einen kleinen Sherry? Gern. Dry? Nein, zwei genügen vollkommen. Was? Ja, gestanden, mein Name ist Tommy. Es freut mich, Sie hier begrüßen zu dürfen. Mich auch. Ja, bist du denn völlig wahnsinnig geworden? Was denn? Diener gibt man doch nicht die Hand. Sag mal, in welchem Zeitalter lebst du denn? Du bist doch kein Leibeigener. Du bist ein künftiger Kollege von mir, du Herrenmensch. Du autoritärer Pinkel, du. Du glaubst, es gibt nur noch Menschen, die tief unter dir stehen. Tief unter dir. Zum Wohl, meine Herren. Was? Johann, Herr von Schnappern hat nichts zu trinken. Schnappern? Ja, außerdem müssen die Aschenbecher wieder entleert werden. Sofort. Und dann brauche ich eine Verlängerungsschnur. Ist schon bereit. Unser Schlagerstar wird singen. Ein Schlagerstar ist auch da. Na, das ist schön. Bist du geschickt? Schau dir, der ist fabelhaft. Der ist aber auch fabelhaft. Ja, nein. Der ist durch nichts aus der Ruhe zu bringen. Also ich wäre dieser Nervensäge schon längst an die Gurgel gegangen. Schau mal. Der scheint auch was von Technik zu verstehen. Einen Moment, bitte. Meine lieben Gäste. Oh, Madame. Oh ja, Herr Professor, auch Sie sind gemeint. Hi. Meine lieben Gäste, ein ganz besonderer Kunstgenuss erwartet Sie. Unser Schlagerstar, Peggy Olecki. Die Lecki kommt.
für die Leggy-Finger. Nein, nein, Hugo, schau dir dieses rassige Weib an. Aber ich denke, du fliegst auf die Schwarze. Ja, auf die auch, aber schau mal die Hüften. Sieh mal. Ach, also, guck lieber dem Diener was ab. Also, der macht momentan gar nichts, der hält die Hände beim Bauch. Verzeihung. Hier spricht er, hier spricht er. Wenn ich mir die Frage erlauben darf, wie viel Volt haben Sie? Ich meine Ihre Gitarre. Hallo, Peggy? 110 Volt. Ah! Du hast vielleicht einen Geschmack. Jesus, das ist ein Mann. Da bleibe ich lieber mal bei einer rassigen Schwarzen in Grün. Untröstlich, aber mit 110 Volt werden Sie hier leider nicht singen können. Wir haben 230. Oh, wie schade. Johann, ist da nichts zu machen. Ich sehe keine Möglichkeit. Ich muss nicht, dass ich mich da einmische. Entschuldigung. Aber, wie bitte? Ich meine, da kann man doch irgendwas machen. Da kann man doch umwechseln und eine umschalten. Bei meinem Rasierapparat zum Beispiel. Verstehen Sie nicht ganz recht. Was sagen Sie? Natürlich kann man umschalten. Aber dann singt der Kerl und Schlagergesang kann ich nicht ausstehen. Ja, Sie? Sie müssen an Ihre Gäste denken. Verzeihung, ich denke nur an meine Gäste. Tommy, ich kann nur wiederholen. Ja. Ein perfekter Butler. Ja, geh du mal wieder essen. Oh ja. Ja, ich werde inzwischen testen. Sagen Sie, wie lange sind Sie schon hier? 15 Jahre, mein Herr. Darf ich ein bisschen behilflich sein? Sehr gütig, wenn Sie vielleicht die Eiswürfel... Ja, ich schon dabei habe schon. So. Und in jedes Glas einen Tropfen Angostura, aber nur einen Tropfen. Oh, von Ihnen kann ich viel lernen. Ich will nämlich dasselbe werden wie Sie. Wie ich? Ja. Was verdienen Sie denn so im Monat? Bitte? Na, ich meine, als Diener. Als was? Na ja, oder bitte verzeihen Sie, sagen wir, als Butler. Wenn ich mir die Bemerkung gestatten darf, ich bin der Hausherr. Sie sind der Hausherr. Ah! Komm mal her. Weißt du, wo wir mich, Herr Professor, gehalten haben? Erzähl mal. Da können Sie mal sehen, was der Diener für ein Mangelberuf ist. Nicht einmal die haben einen. Jetzt hat er es Ihnen erzählt. So ekelhaft auf andere Leute kosten zu lachen. Meine Himmel. Oh, jetzt hat er es zum zweiten Mal erzählt. Es ist höchste Zeit, dass ich hier verschwinde. Bitte, würden Sie mir wohl einen Cocktail mixen? Vielleicht ein Manhattan? Manhattan gern, ja. Trinken Sie einen mit? Oh, Sie sind zu liebenswürdig, gnädige Frau. Das Manhattan, das ist doch der mit der Kirsche, nicht? Und haben wir den Kirschen? Ich bin gar keine da. Ach, nehmen wir Maiskolben, ist auch Obst, nicht? So. Danke. Gemixter Pickel, macht sauer. So. Kleines Pickelchen. So. Aber mit Zitrone, macht noch saurer. Ich höre, Sie suchen eine Stellung als Diener. Oh, das war nur ein Scherz, Frau. Schade. Ja. Ich suche nämlich einen Diener. Oh, gnädige Frau, Sie suchen einen Diener. Das ist interessant. Und Sie würden mich... Oh, pardon. Oh, jetzt habe ich Sie. Entschuldigung. Pardon. Das macht gar nichts. Was halten Sie von einem Probemonat? Ach, der Antrag kommt so überraschend für mich. Also, wann können Sie anfangen? Am nächsten 1. Ja, was wird denn Ihr Herr Gemahl dazu sagen? Ich bin geschieden. Na, das ist gut. Bitte? Nein! Furchtbar, liebe Frau, furchtbar. Naja, Sie können es sich ja noch überlegen. Ja. Wenn Sie Lust haben, rufen Sie mich doch bitte an, ja? Gern, liebe Frau. Hier ist meine Karte. Bedanke mich. Also den möchte ich sehen, der keine Lust hätte. Oh mein Gott, jetzt habe ich meine Brille nicht. Oh, warte einen Moment, einem Aachen. Carola Marquardt, Immobilien. Immobilien, so ein zartes Geschöpf. Oh mein Gott, Carola, hat die ein Parfum an. Ja, du bist ja immer noch hier. Genau, also, du isst immer noch hier. Also ich an deiner Stelle wäre nach der Blamage gegangen. Nein, ein Glück, dass ich geblieben bin. Ich bin engagiert. Bei wem? Bei der rassigen schwarzen Dame in Grün. Als was? Als was? Als Diener. Als Männchen für alles. Ich ahne deine schmutzigen Gedanken. Ich weiß wirklich nicht, wovon du sprichst. Ja. Strindberg lässt grüßen. Nein, danke vielmals. Grüß ihn wieder. Ist er auch hier? Ich sage nur Fräulein Julie. Also weißt du, also Hugo, du hast überhaupt keine Ahnung, Julie. Also erstmal ist es eine Frau und zweitens heißt sie Carola. Carola, guck mal. So, jetzt wollen wir doch mal sehen, was mein Musterschüler alles vergessen hat. Da wären also die Mandeln, der Maraschino, das Kirsch, was er,
Was haben Sie denn da für ein Kirschwasser angebracht? Vom Supermarkt, war sehr billig. Billig? Wenn man flambierte Pfirsiche zubereiten will, ist das Edelste gerade gut genug. Also kommen Sie jetzt? Ja, so, ich bin noch nicht fertig, Herr Pobeda. Dann beeilen Sie sich bitte. L'exactitude et la politesse des rois. Ich verstehe Sie so schlecht, Herr von Wedel. Haben Sie gehört? Es hat geklingelt. Ja, hier Kammerdiener AD, Reinhold von Wedel. Wer dort bitte? Oh, Frau Baronin persönlich. Oh, quel honneur. Oh, c'est dommage, Frau Baronin. Frau Baronin sehen mich untröstlich. Frau Baronin wissen doch, wie gern ich Frau Baronin die Bouillabaisse zubereiten würde. Mais malheureusement, ich gebe gerade Unterricht. Ja, ich habe hier einen Schüler, den ich in 14 Tagen zum Herrschaftsdiener ausbilden soll. Aber wenn die Hose macht ja so... Oh, pardon. Distanz, oh, Distanz. Sie telefonieren. Oh, Diskretion. Fermez la porte. Nicht wahr? Was sich heutzutage so manche Leute herausnehmen. Besonders bei solch einem Antitalent. Aber ich versuche ihm wenigstens die gröbsten Fauxpas abzugewöhnen. Ja? Sehr wohl, Frau Baronin, sonst stets zu Ihren Diensten. Bitte? Oh, Frau Baronin, es hat ja entzückend formuliert. Frau Baronin, au revoir. Au revoir. Sind Sie nun endlich soweit? Ja, ich bin sofort, Herr von Wedel. Wir rekapitulieren noch einmal die vorige Lektion. Mit Vergnügen, Herr von Wedel. Ihre Herrschaft gibt eine große Soiree. Ja. Soeben ist die erste Kutsche vorgefahren. Ja, klapp, 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 klapp. Und Sie kündigen die illustre Gäste an. Also bitte. Wer war das? Sie sollen reinkommen. Ich soll reinkommen? Ja, sofort. Na? Na? Na, aber wählen Sie mein Geld, da beeile ich mich. So. Halt! Was denn? Ich habe da noch gar nicht gesagt. Sie sollen da stehen bleiben. Also. Seine Hoheit, der Fürst von Diegeloch und seine Hoheit, der Fürstin von Marmeleben. Wenn Sie so hohe Gäste annoncieren, dann haben Sie dreimal aufzustoßen. Was denn? Ich soll aufstoßen? Ich habe noch gar nicht gegessen. Wo ist der Heroldstab? Ja, ja, sehen Sie mal wieder, wo haben Sie den wieder hergelegt? Da ist er, da ist er. Ich schließe mal die Tür, nicht? Die Fürsten kommen ja doch nicht. Ja, also bitte, bitte, ja? Jawohl. Seine Exzellenz, der General von Hesslach. Halt! Halt, halt, wo geht das? Geht das ganze Schloss zusammen? Ja, ich mach's gleich. Au! Getroffen? Nein. Un faux pas. Un faux pas, oui. Wer? Also ja. Attention. Attention, yes. Und das hört doch kein Aas, Herr von Wedel. Und außerdem bin ich doch auf keinem Schloss engagiert, ich bin doch bei einer reizenden Dame engagiert. Und Dame möchte... hin, Dame hier. Na, Herr von Wedel. Der Diener ist die Visitenkarte seiner Herrschaft, besonders heutzutage, wo alle bedient werden wollen und keiner mehr dienen will. Aber Herr von Wedel, das haben wir schon 100-mal gesagt. Nehmen Sie bitte die Hände weg, ja? Ja. Ein Diener darf sich nie so weit gehen lassen, seinen Herrn anzutatschen. Aber Herr von Wedel, ich bin doch bei einer Dame engagiert. Distanz. Und Würde, ja, mein Herr, jawohl, sind die obersten Gebote für den Diener. Distanz und Würde, Distanz und Würde. Lassen Sie doch diese Witz. Oh, Entschuldigung, mein Herr, das ist wieder abgefallen. Oder nur ein kleiner Staub drauf. Herr Tommy, als ich die Ehre hatte, dem Prinzen von Putlitz zu dienen, stand ich einmal vor der unglücklichen Aufgabe, dem Prinzen eine Hiobsbotschaft zu überbringen. Nein, Herr von Wedel, Sie überbrachten ihm eine Hiobsbotschaft. Eine Hiobsbotschaft. Ja, welche war denn das, Herr von Wedel? Ich sagte, Hoheit, wir lieben die Unpassendersche eine Störung untertänigst entschuldigen zu wollen. Ja. Aber zwingende Gründe bewegen mich, Hoheit, um die Erlaubnis zu bitten, die Feuerwehr alarmieren zu dürfen. Ei, die Feuerwehr. Worauf Hoheit mich zurechtwies? Hoheit wünsche beim Souper von Mitteilung aller Art verschont zu bleiben. Ja, aber nach dem Essen... Ah! Oh, Gott. Finger am Grill. Aber nach dem Essen kam es auch wieder. Ja, das konnte ich leider nicht. Ja, warum nicht? Das Schloss war bereits abgebrannt. Ei. Hoheit und ich lagen an Rauchvergiftung im Spital.
Eiderdeus. Aber doch in separaten Zimmern. Aber selbstverständlich, ein Diener ohne Distanz, c'est le commencement de la fin. Also das letzte Wort habe ich nicht ganz verstanden. Beim Prinzen von Putlitz wurde fast ausschließlich Französisch gesprochen. Na, der sollte sich verschämen, der olle Putlitz. Wir wenden uns nun der Zubereitung der flambierten Pfirsiche zu. Pêche flambée. Jawohl, pêche flambée. Pêche flambée. Pêche, oh. Entschuldigung. Tommy. Nein, das war zu bisschen, da war ein bisschen zu viel Pêche. Zu viel Pêche. Entschuldigung. Bitte schön. Sagen Sie mal, Frau Wedel, am Dienstag haben wir Filet à la Minute gemacht. Am Mittwoch Tartar. Gestern die Crêpes, die sind. Ich will doch Diener werden und kein Koch. Ja, alles, was am Tisch zubereitet wird, ist unsere Angelegenheit. Okay. Gewöhnen Sie sich bloß diese amerikanischen Ausdrücke ab, ja? Wieso? Wenn der olle Putlitz Französisch redet? Abziehen. Auf Wiedersehen. Die Pfirsiche soll sie abziehen. Also, kannst du mal sehen, wie man sich irren kann, was? Also, meinetwegen. Als Diener sagt man sehr wohl. Okay, sehr wohl. Vorsichtig, vorsichtig. Sagen Sie mal, haben Sie sich denn die Hände gewaschen? Sehr wohl. Seien Sie mal her. Sehr wohl. Sie haben sie sich nicht gewaschen. Wohl, wohl sehr. Also tun Sie es. Sehr wohl. Jetzt soll er sich mal die Hände verbrennen. Ja, ich soll mir hier die Hände waschen. Da soll er lieber mal sauberes Handtuch hinhängen. Für das Geld, was er von mir bekommt für pro Tag hier. So, Herr von Wedel, bitte meine Pfoten, meine Hände zu begutachten. Okay. Okay. Ah! Jetzt haben Sie okay gesagt, das dürfen Sie doch nicht. War nur ein kleines Späßchen. So, wir erschienen jetzt die Mandeln und die Pistazien. Die Mandeln und Pistazien. Wo sind die Pistazien? Ja, gleich sofort suche ich die Pistazien. Es handelt sich um ein von mir verfeinertes Rezept. Ja. Pêche flambée à la Reinhold von Wedel. Ja. Wissen Sie, was die Gräfin Auerbach zu sagen pflegte, wenn sie diese Köstlichkeit genossen hatte? Ach du Scheiße. Ja. Jetzt haben Sie mir statt der Pistazien doch Erdnüsse eingepackt. Herr Tommy. Ja. Ein Diener nimmt so etwas nicht in den Mund. Würde. Jawohl. Jawohl. Hasche. Jawohl, Herr von Würde. Hasche. Hasche. Tadadam, 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 Herr von Wedel. Oh, da war auch ein Streichholz dazwischen. Sagen Sie mal, Herr von Wedel, was machen Sie mit all den schönen Gerichten, die wir jeden Tag zubereiten? Lieber Freund, ich prüfe manchmal bis in die Nacht hinein, ob die höchste Harmonie der Ingredienzen erreicht ist. Ah, das leuchtet so, jetzt tun Sie bitte die Pfirsiche ins Fännchen. Ja? Ins Fännchen. Ein Moment, so. Herr von Wedel, gleich machen wir das Fännchen heiß. So, ein Moment. Einmal, die brauchen Sie keine Angst, halt doch mal nicht. So, Herr von Wedel. Und jetzt die Mandelchen darüber. Oh, ihr seht aber grob gehackt, Herr von Wedel. Da. So, excellent. Excellent. Hier ist ein kleiner Marischino drüber. Sehr gut, sehr gut, ja. Ja, ein für Fati. Genug, genug. Ja, ein für Herrn von Wedel. Oh, merci. So. So, ja. Nun den Zucker darüber, ja? Zucker darüber, jawohl. Ah! Salz. Na, das hätte was gegeben, Herr von Wedel. Ein Katastroph. Oh, Katastrophaller. Während die Pfirsiche dünsten, jawohl, können Sie mir den Tisch decken. Oh, aber wie gerne ich Ihnen den Tisch decke. Warte, einen Moment, das mache ich sofort. Die Tütchen weg. Ja, einen Moment. So. Und ganz schnell. Oh, Gott, hopp. Oh, jetzt habe ich wieder. Tommy. Ja, etwas auf der Brille, Entschuldigung. Nessbuch. So, morgen werden wir das Öffnen von Austern besprechen. Austern? Nee, Herr von Wedel, das geht über meine Verhältnisse. Sie können Reinhold zu mir sagen. Aber, Herr von Wedel. Ich heiße gar nicht von Wedel, ich bin aus Wedel. Ach, Sie sind aus Wedel. Das ist... Also, ja. Oh, beinahe hätte ich Ihr Haupt geküsst. Distanz. Ja. Die Kuchengabel links, den Löffel rechts. Warum? Sind Sie linkshändig? Nee, Reglement. Ah, Reglement, oui. Ja, schon. Wo sind Sie her? Ich bin aus Katowice. Dann sollten Sie sich Tommy von Katowice nennen. Das gibt Ihrem Namen einen besseren Klang. Wo ist das Tellerdeckchen? Da, hier, da. Können Sie mal sehen, wie schnell ich bin. Hopp. Tommy von Katowice, das klingt so mehr nach Minnesänger, nicht? Sag mal, darf man denn das? Ich halte mich dann Herrn Hoffmann.
Was denn? Ach, den von den Hochmannstropfen? Nein, den von der Nationalhymne. Was denn? Der hieß gar nicht von Fallersleben. Der war von dort. Also das habe ich... Oh, pardon. Entschuldigung. Das habe ich auch nicht gewusst. Sehen Sie? Schule, Reinhold von Reinhold, ja. Klar. So, und jetzt können Sie bitte servieren. Ja, jetzt wird es spannend oder auch brennend. Un peu, un peu. Oh ja, noch ein kleines Pöchen. Und nun ein kleines Feuerchen. Das wird dem Herrn von Wedel Schmeckerchen. Oh! Oh mein Himmel, das ist eine dolle Flamme. Das ist für meine Augen nicht gut. Aber oh, lodernde Flamme, die zum Himmel steigen. Gleich kommst du auf den Teller drauf. Dein Essen wird immer von links serviert. Hallo? Jawohl? Davon sind von links? Sie haben ja die Pfirsiche ganz schwarz brennen lassen. Ja, sehr wohl, lieber Reinhold. Sie verdammter Idiot! Würde, Herr Kollege! Würde! Es handelt sich um ein Spezialrezept von mir. Pêche flambé noir, à la Tommy von Kantewitz. Ja, ja, das haben wir ja schon alles gestern besprochen. Ich meine, was liegt denn morgen vor? Morgen um 9.20 Uhr haben wir die Grundsteinlegung für die Reihenhaussiedlung. Ah, die in Wiesendorf. Nein, die in Girkesheim. Die in Wiesendorf war vorige Woche. Von dort mit dem Wagen nach Bad Rennstedt. Da werden wir zum Richtfest erwartet. Anschließend großes Eisbeinessen. Oh, herrlich. Ja, aber leider nicht für Sie. Wieso? Wir haben einen Termin mit dem Makler. Das alte Bauernhaus Moment mal bitte. 14. September, na, das kann wohl nicht stimmen. Rohr, Niederrohr. Idyllisch gelegen, eigene Wassermühle. Ja, ja, ich weiß, entzückend. Nicht wahr? Ja, ich werde es abreißen lassen und baue ein Motel hin. Ein was? Ja, so ein Hotel mit Autos. Also, wenn ich Sie wäre. Was dann? Ich würde mir das als Feriensitz nehmen. Jede Woche mit meinem Mann rausfahren und auf dem eigenen Schimmel durch meine Felder reiten. Haben Sie einen Schimmel? Nee, Mann. Allerdings nicht. Sehen Sie sich auch nicht. Haben Sie noch was? Ja, die Köchin hat gekündigt. Was? Sie sagt, seit Herr von... Ach, zu blöd, heute ist das wieder zu dumm. Herr von Katowice hier ist, mischt er sich in alles ein. Naja, Herr Tommy wird schon seine Gründe haben. Sie haben ja seine Zeugnisse gesehen. Ja, ja. 15 Jahre war er in derselben Stellung. Ja, ja, ich weiß, bei Herrn von... ich weiß doch, Herrn von Wedel. So, das wär's für heute Abend. Sie können nach Hause gehen. Kein Monopoly heute? Nein, ich erwarte noch Besuch. Ach. Hat sie Ihnen etwas gesagt? Sprechen Sie mit mir? Natürlich, mit wem denn sonst? Bei Herrn von Wiedel wurde ich immer französisch angesprochen. Ja, Herr von Katowice. Je vous ai demandé, s'il vous plaît, quelque chose à vous. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Na, wer heute Abend kommt. Und der Latelage Katrin kommt d'habitude. Es ziemt sich nicht für das Personal, an der Privatangelegenheit der Herrschaften teilzunehmen. Als ich die Ehre hatte, beim Grafen Puttel zu dienen. Erwartet Sie einen Mann oder eine Frau? Sie können jetzt gehen. Also einen Kerl. Hoffentlich ist er nicht wieder hinter Ihrem Geld her. Statt neuf die Pappe. Madame ist viel zu klug, um mich sofort bei einem Mann auf den Grund der Seele zu schauen. Eben, deshalb kriegt sie auch keinen. Hier. Guten Abend, Fräulein von Lüderitz oder Lüderitz. Fräulein Lüderitz. So. Sie können gleich das Tischchen mitnehmen. Na, Sie werden mir ja morgen alles ganz genau erzählen. Einen feuchten Kehricht werde ich tun. Na nu, Sie haben ja Haftschalen. Shocking. Shocking. Oh, Englisch können Sie auch. Das freue ich so. Das ist, auf jeden Fall ist sie von der Mama. So. Oh, den kleinen Knopf auch noch zumachen. Immer ordentlich sein. Nichts darf der Gegner vor auffallen. Oh, das ist ein Augenlicht für meine blauen Augen. Oh, Mama mir. Oh, na nun. Ach, hier ist mein Ständerchen. Guck mal hier. Ich habe einen vergessen. Aha. Also anzünden von der Mitte. Ach, ist aber wurscht. Oder von links, kann man auch sagen. Warte mal. Ah, hi. Jetzt kommt die dritte dran.
Oh, gnädige Frau, wenn es mir auch nicht zukommt, Ihnen das zu sagen, aber Sie sehen aus. Donnerwetter, verdammt doch mal! Sie machen ja komische Komplimente. Pardon. Aber hübsch haben Sie den Tisch gedeckt. Das freut mich, gnädige Frau. Ist der Rotwein chambriert? Bordeaux und Burgunder, gnädige Frau. Ich weiß, ich hätte Sie gar nicht erst fragen brauchen. Sie machen mich glücklich, gnädige Frau. Wenn Sie nachher abserviert haben... Bringe ich den Champagner, gnädige ja, Frau. Ja, und dann dürfen Sie sich diskret zurückziehen. Das wird mir schmerzlich sein, gnädige Frau. Was? Ihnen die Betreuung des Gastes allein zu überlassen. Sie sind zum Verlieben, Herr Tommy. Sie sind zum Anbeten, gnädige Frau. Was ist? Was schauen Sie mich so an? Ohrring. Bitte? Gnädigste haben nur einen Ohrring angelegt. Nein, hier, gnädige Frau. Oh! Ach ja, tatsächlich. Ach, Herr Tommy, wenn ich Sie nicht hätte. Oh, gnädige Frau. Ich bin sogar zurück, das war draußen. Gottes Willen. Stehen Sie nicht im Wege, lassen Sie mich rein! Aber was willst du denn hier? Du wolltest doch rauskommen! Ich denke gar nicht daran! Ja, du kannst mir ein andermal besuchen. Heute nicht, das geht, wir kriegen Besuch! Ja eben, der Besuch bin ich! Der Besuch bist da! Du! Also helfen Sie mir aus dem Mantel und wickeln Sie meine Blumen aus dem Papier! Nein! Drei Tulpen! So was Popliges! Nein! Hättest du ein paar Flaschen Schnaps weniger gesund, da könntest du ein paar schöne Rosen kaufen! Ich bin es nicht gewohnt, mit Domestiken zu plaudern! Mit was? Mit Domestiken? Yeah. Warte, Sie sind schon da. Ja, er wollte mir gerade zeigen, wie Beckenbauer sein letztes Tor geschossen hat. Verehrte gnädige Frau. Oh, die wunderschönen Blumen. Für 90 fällig im Discountladen. Bei Blumenschmidt hat der Schödere bekommen. Bitte, Herr Katowice. Aus Katowice. Von Katowice. Wir wollen zunächst mal eine Kleinigkeit zusammen essen. Eine Kleinigkeit? Allein für den Kaviar hätte man für 6 Wochen nach Mallorca fahren können. So, Frau, ich bin schon da. Ich bin schon. Einen Moment. Wo ist die Blume? Entschuldigung, die Mondspritze am Pilto. Bin schon hier, Frau. Hier, bitte, die Frau. Danke, mein lieber Tommy. Bitte sehr, liebe Frau. Was ist denn? Was haben Sie? Bei mir auch. Oh, ja, gerne. Oh. Was ist denn? Haben Sie ein Hohlkreuz? Und? Oh. Sagten Sie was? Und was ich noch... Herr Tommy, wollen Sie uns bitte den Aperitif servieren? Nicht gerne, liebe. Sehr wohl, liebe Frau. Ein Americano recht. Ein Americano... Ja, natürlich. Vielen Dank. Sie hat überhaupt keine Ahnung, was ein Americano ist. Sagen Sie, muss der den ganzen Abend um uns rum scharwenzeln? Stört er Sie? Ja, er macht mich nervös. Ich möchte Ihnen so vieles sagen, was nur Sie und mich betrifft und das, was kein anderer zu hören braucht. Zum Beispiel? Zum Beispiel, nein, dazu ist es noch zu früh. Ach, sagen Sie es doch bitte. Nun, zum Beispiel, Sie bauen doch jetzt das neue Hochhaus an der Neuenburger Allee und ich suche dringend eine Wohnung. Ah, ja und? Naja, da ich mir den teuren Baukostenzuschuss nicht leisten kann, wollte ich Sie fragen, ob Sie vielleicht... Ich muss Sie leider enttäuschen, die finanziellen Angelegenheiten erledigt mein Immobilienbüro. Ah. Sie sind schon bei den finanziellen Angelegenheiten. Das sieht ihm eh nicht, diesen Playboy. Tommy. Bitte, gnädige Frau. Ich serviere, gnädige Frau. Am liebsten würde ich ihn abservieren. Verdammter Diener hat mir einen Karateschlag versetzt. Der Herr verträgt aber auch gar nichts. Herr Tommy, können Sie nicht ein bisschen aufpassen? Aber es wird schon nicht so schlimm sein. Wo ist denn das Wehwehchen? Soll ich mal ein bisschen pusten? Kamel! Ja Gott, was fällt dir denn ein? Sie sich denn meinen Diener zu duzen? Herr Tommy ist doch nicht Ihr Schuhputzer. Sehr richtig, gnädige Frau. Außerdem hat er es nicht mit Absicht getan. Das will ich nicht so unbedingt beschwören. Halt du deinen Mund. Halt lieber du deinen Mund. Sie können doch nicht einfach meinen Gast duzen. Wie er mir, so ich ihm. So. Zieh dir doch mal an, wie ich jetzt aussehe. Ja, schön. Das ist doch wunderbar. Popfarben ist doch heute modern, nicht wahr? Gott, ich hole rasch etwas heißes Wasser. Aber nicht doch die Frau, nein. Da bemühen sich doch nicht die Frau. Nein, ich hole jetzt das Fleckenwasser. Warte, ich hole das Fleckenwasser. Das hätte mir... Hugo, das hättest du nicht tun dürfen. Was? Na, mit gleich vom Geld anzufangen. Mensch, das ist eine so entzückende Frau. Hugo, Hugo. Tommy, ja? Kannst du dich noch daran erinnern, dass wir uns damals geschworen hatten, dass wir uns nie einer Frau wegen in die Haare kriegen wollten? Aber, oh, Hugo, es tut mir so leid, dass ich deinen Anzug verdorben habe. Hugo, aber ich mach das wieder gut. Da ist gar nichts wieder gut zu machen, das Hemd hast du auch verdorben. Wir müssen die Jackets tauschen.
Ach, du liebes. Natürlich, Bitte. So kann ich da nicht rumlaufen. Mit dieser Hebersoße. Ja, ist mir ganz gleich. Warte, Hugo, ja, recht hast du, du kannst nicht so über die Straße gehen. So ist es. Warte mal, Hugochen. Da nehmen wir Nein. Geht's? Na ja, es riecht aber so komisch. Also mein Jackett steht dir eigentlich ganz passabel. Ist ja ein bisschen zu groß, nicht? Und dann sehe ich ja noch kleiner aus. Die Beine sind überhaupt nicht zu sehen. Hauptsache, ich habe dir die Stellung hier nicht verpatzt. Ach, Hugo, mach doch nichts. Hauptsache, wir bleiben die alten Freunde. Ja, man muss auch mal was einstecken können. Ja. Oh Gott. Nun, dann will ich deinem Glück hier nicht weiter im Wege stehen. Ich räume das Feld. Räumst das Feld. Jawohl, wiedersehen. Alles Gute. Schön sauber siehst du aus. Ja. So dreckig, das Kind. Alles Gute, Hugo. Ja, schön, dass du auf. Wiedersehen. Und tu dir nicht weh, Hugo. Das ist ein echter Freund, wirklich. Weg? Sehr wohl, gnädige Frau. Beschämt über sein unrühmliches Benehmen hat es vorgezogen, sich zu empfehlen, mein Jackett mitzunehmen, mir sein schmutziges zu überlassen. Ach, warten Sie, Herr Tommy. Wir kriegen die Flecke vielleicht schon wieder. Oh nein, bitte bemühen Sie sich doch nicht, gnädige Frau. Nicht doch. Aber Herr Tommy! Pfui, Deibel, gnädige Frau! Ha! Hier! Na, das sieht ihm ähnlich. Wem? Na, dem Hugo. Ihr Tafelsilber wollte auch mitnehmen. Also, ich sage Ihnen, der kriegt was hinter die Löffel. Sehen Sie mal gleich nach, ob alle da sind. Wer denn? Na, die Silberlöffel. Herr Tommy. Ja? Ziehen Sie doch die Jacke aus. Oh, nee. Die steht Ihnen doch überhaupt nicht. Gnädige Frau. Au! Was ist denn? Den Korkenzieher hat er auch eingesteckt. Ziehen Sie doch aus. Tommy? Ja? Was würden Sie sagen, wenn ich Ihnen nun erlauben würde, Ihren Arm um mich zu legen? Oh. Welchen, gnädige Frau? Beide. Sehr wohl, gnädige Frau. Ach, und lassen Sie die dumme, gnädige Frau? Jawohl, ich lasse die dumme, gnädige Frau. Nein, ich lasse sie nicht. Wenn Sie mich ganz, ganz zärtlich zurückbiegen dürften. Ist so recht, liebe Frau? Ja. Und wenn Sie mich ganz, ganz, ganz fest an sich pressen. Dann müssen Sie den Arm wegnehmen, der drückt ja, hier so. Und wenn Sie mich küssen dürften, was würden Sie dann sagen? Eine meiner schönsten Stellungen. Sir, seine Lordschaft sind nicht so... Licht an und zurückläuten, bitte. Halt. Ach, Tommy, das ist doch Wahnsinn, was du da treibst, Mensch. So bewegt sich kein Diener. Das kannst du machen für ein Stahlnetz, für ganz Arme oder Dörbritsch meinetwegen. Oder Rumpelstilzchen am allerbesten. Aber so, wenn Diener das nicht zu tun, es kauft dir kein Mensch ab. Schön sehen wir aus. Was sollen wir machen? Entschuldigen Sie bitte, Herr Roland. Ja? Herr Tommy möchte Sie sprechen. Was heißt, Herr Tommy möchte mich sprechen? Herr Tommy liegt da, ich rede mit ihm die ganze Nein, Zeit. Nein, entschuldigen Sie, der Tommy bin ich hier und möchte wissen, wer sich statt meiner hier eingeschlichen hat. Das möchte ich gerne wissen. Einen Moment mal. Oh,
Nein, Hugo, ach, du gemeiner Kerl. Du wolltest meine, jetzt willst du mir auch noch die Rollen wegklauen. Na ja, Schlimmer, du hast gesagt, die ist zu klein. Und wie du dich, ja, wie du dich hergerichtet hast, diese Klamotte, hätte ich mal nicht mal Ruhe bitte, meine Herren, Ruhe bitte. Im Gegensatz zur landläufigen Auffassung kostet Zeit beim Fernsehen Geld. Wir müssen weitermachen jetzt. Ich bin auch engagiert. Wir müssen weitermachen. Wenn Herr Ruhe bitte und Tommy. Tommy, es ist mir noch vollkommen wurscht, wer die Rolle spielt. Vollkommen wurscht. Wichtig ist nur, dass man die Rolle diesem glaubt. Jawohl. Glaubt, dass Antina ist. Sehr sicher, Roland. Ja. Und dass wir einen finden, der genau weiß, wie sich Antina benimmt. Genau. Für sonnenklar, Herr Roland. Und am allerbesten, Tommy, wenn wir einen hätten, ja, der selbst schon mal Diener gewesen ist. Na, oh Gott, Roland, Sie sind ein Engelsmensch. Ich werde jetzt eine Rolle spielen. Ruhe, also ab heute Licht aus, Probe los. Wir werden jetzt einen richtigen Diener sehen. Anna, wundervoll. Ausgezeichnet, superb, würde Herr von Wedel sagen. Wunderbar, das können wir abfotografieren, wir können drehen. Nein, ich habe noch gar nicht gesagt und Sie sagen schon, können wir drehen. Ist das nicht wunderbar? Ja, aber nicht Sie, nicht Sie, er. Nicht ich, er? Wer? Sie, der Herr von Wedel, das ist doch kein Schauspieler, den können Sie doch nicht nehmen. Der ist in der Dienergewerkschaft. Tommy. Ja? Die Sache ist doch so, ja, heute beim Fernsehen, beim deutschen Fernsehen heißt Leben live. Ah, live. Und das wiederum heißt, ja, wenn wir einen Briefträger brauchen, nehmen wir einen Briefträger. Ja, Herr Schwabier, guten Tag, Herr Schwabier, alles Gute. Wenn wir Regisseur brauchen, nehmen wir Regisseur. Wenn wir einen Sänger brauchen, nehmen wir einen Fußballstar. Das ist alles Quatsch, lieber Roland. Wenn Sie den Wallenstein inszenieren, dann nehmen Sie auch keinen General von der Bundeswehr. Und wenn Sie die Kameliendame produzieren, dann suchen Sie doch auch keine von St. Pauli mit dem echten Husten. Tommy, tut mir leid, wir müssen weiter. Kauf dir ein Stück Seife, rutsch nach Hause. Gut, das ist ein Vorschlag. Also, wer gibt mir die Seife? Ich glaube, der schwäbische Sender gibt mir Seife, also das glaube ich nicht. Und da kann ich nur eins sagen, Herr Roland, bei aller Sympathie. Wisst ihr was? Fernsehen zum Heulen. Tommy! Ja? Mach das nochmal. Was denn? Was du eben gemacht hast. Ich hab geheult. Genau das ist es, genau das ist es. Was ist es? Du kriegst doch eine Rolle. Was denn? Du spielst das Käuzchen. Das Käuzchen! Herr Roland, nehmen Sie das mit nach Hamburg und bleiben Sie weiter dem Täter auf der Spur.